Genau. Und jetzt kommt das zweite Level, Ostok. Oder Ostok. Ich weiß nicht, wie man die einzelnen Buchstaben exakt aussprechen soll. Ich habe zwar mal ein Referat über Azteken gemacht, aber das ist... Upsie. Ihr habt gesehen, was da gerade war, ne? Ich lasse das mal unkommentiert. Weil das war jetzt nicht das, was ich wollte. Hm. Okay, anscheinend sind die Geheimnisse doch ein bisschen besser versteckt als gedacht. Der Weg nach vorn ist versperrt. Für ewig begraben von den Menschen des toltekischen Banners. Er, der er das Siegel bricht, wird seine Heimat verwüsten, wie auch die Heimat seiner Brüder. So, und damit wissen wir schon mal, dass es sich nicht um Azteken, sondern um Tolteken handelt. Ja, die ganzen Theken gehören irgendwo zwar zusammen, aber sie sind alle, haben alle ihr eigenes Volk. So, dann geht das hier weiter. Jetzt müssen wir uns noch genauer umschauen für die Geheimnisse. Nö. Voll doof, wird das LP noch länger. Nein. Mal schauen. Was? Du blöder Ball, bleib hier. Einfach jedes Hindernis ignorieren. Bam. Einfach jedes Mal bam, bam, bam machen. Wenn der Ball an uns vorbeirollt. Wenn wir das machen. Na, reicht der Schwung aus? Nein. Der Ball ist zu schwach, um Holz alleine zu zerknirschen. Der Affe hat Angst. Blöder Affe. Was? Hast du einen anderen Kopf? Dreh dich doch mal um. Nee, der sieht genauso aus. Ich dachte schon, der hätte so einen Schädelkopf. Das wäre ein bisschen sehr komisch geworden. Oder hätte komisch gewirkt. So, und da fällt es wieder runter. Boah, wir müssen jetzt jede Ecke wegen den Geheimnissen absuchen für die Story. Boah. Wir haben erstmal nur 50% davon gesehen. Das ist voll schade. Da war gerade ein Zug oder sowas in der Art. Und das war unser Ball. So. Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Dann springen wir einfach mal auch ins Wasser. Und schauen mal, wie lange wir unter Wasser überleben können. Der Ball folgt uns auch unter Wasser. Es funktioniert alles bravourös. Jetzt müssen wir das Wasser nur irgendwie ableiten. Und wir müssen erstmal aus dem Wasser rauskommen. Das machen wir am besten dort. Wasser! So. Geht das jetzt auf? Ja, das geht auf. Sehr schön. Das Teil ist jetzt direkt hinter mir. Mal schauen. Da muss der Ball hin. Und dort ist noch irgendetwas. Oh, dazwischen. Fuck. Wir kommen nicht mehr an den Ball. Damn it. Ach so, jetzt komme ich hier nach oben. Was ist denn hier oben? Das ist wohl das Falsche oben. Ich muss wohl woanders. Ah, woanders hin. Blub, 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 blub. Ich bin ein Fisch. Vom Sternzeichen Fisch. Das stimmt sogar. Ha, geboren im März. Oh, und das geht das Wasser wieder runter. Mein Gott, was müssen die für Pumpen haben? Das Wasser geht da ja extrem schnell hoch, extrem schnell wieder rein.
Moment mal. Kann ich den nochmal drücken? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Drück den nochmal. Nee, geht nicht. Ich habe jetzt dort oben nicht nachgeschaut, ob da noch irgendein Geheimnis ist, aber ich glaube mal nicht, ne? Na. Wir müssen eh ein paar Levels wahrscheinlich wieder spielen, weil ich ein paar Sachen einfach nicht mitbekomme. Okay, wir haben es auch mit Geistern zu tun. Haha, schön. Bam. Wieder mal. Und, wow, ich will gar nicht wissen, wie riesig dieses Gewölbe ist. Also, das ist eigentlich jetzt nur noch da, um Captain Obvious zu spielen. Das ist schön, dass das gut funktioniert. Ich glaube, wäre ich dieser Archäologe, hätte ich schon ziemlich Respekt vor den Pfeilen, die hier rauskamen. Mein Gott, woher haben die so viele Pfeile? Wo lagern die die? Irgendwann muss doch mal Ende im Gelände sein. Schicht im Schacht und so. Ganz viele Gebeine. Zugang versperrt. Wieso nageln die das auch noch zu? Dann geht's hier weiter. Ich meine, dieses Spiel muss ja strikt linear sein. Nein, ich rege mich darüber jetzt nicht auf. Nee. Ich habe nichts dagegen, wenn Spiele linear sind und da ist wieder ein Totenschädel. Oh mein Gott. Muss ich da selber auch durch oder reicht es, wenn ich den Ball runterlaufen lasse? Ah, Wasser. Das ist logisch. Dann sind ja auch keine Pfeile mehr. Schön. Wie gesagt, gegen einen linearen Spielverlauf habe ich gar nichts. Das ist auch nicht ironisch gemeint oder so, sondern... Was bewegt sich hier wieder? Sondern wenn das Spiel auch gut gemacht ist. Ah. Dann habe ich da überhaupt nichts gegen. Und kann ich dich... Ob wir auch eine Luftanzeige haben? Anscheinend nicht, aber ich nehme mal an, irgendwann geht uns auch die Luft aus. Wupp, wupp. Na komm schon. So. Dann müssen wir unsere tolle Kugel. Oh, dahin bringen. Moment, 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 Moment. Erstmal. Okay, er japst. Er braucht wohl Luft. So, da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Und da kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, runter damit. Los. Ach Gottchen. Ich darf da mit dem Ball nicht durch. Okay. Gehe ich halt erstmal zu Fuß. Hallo Affe. Wir kennen uns ja bereits. Ein Mensch. Ich hab gedacht, ich hätte alle Menschen ausgerottet. Warum sind immer noch Menschen hier? Bam. Darf ich einfach rüber? Ja. Aber das sieht so aus, als wenn das gleich noch kaputt gehen würde. Wow. So. Und Strike. Tada. Ich denke mal, man ist auch sofort tot, wenn man die Lava berührt. Und wir sind mittlerweile wahrscheinlich wieder an irgendwelchen Geheimnissen vorbeigegangen. Spinnen. Fuck. Wie kriege ich den da denn jetzt wieder raus? La 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 la. Gehen wir mal hier lang.
und das ohne unseren Ball. Okay. Hier kommen wir nicht durch, oder? Wahrscheinlich nicht. Können wir sprinten? Nein, aber nur springen. Da könnten wir hoch, aber ich gehe erstmal hier lang. Lalala. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Yeah. Ich weiß nicht, das ist irgendwie interessant. Die Spielart. Und, oh! Fuck, kommst du auch mal wieder hoch? Hä? Hä? Wieso jetzt erst? Ah! Geheimnis! Mixquartel, Geheimnis 1 von 6. Ich sehe die Kinder Spielzeuge bauen. Scheiben, die in der Drehung zu fliegen vermögen. Ich sehe, wie Männer Löcher in die härtesten Felsen bohren, um an Pulver zu gelangen, die brennen und zerstörerische Kräfte entwickeln, die ich bloß Tlaloc zugetraut hätte. Haha! Es geht zwar um Tolteken, aber Tlaloc ist, soweit ich weiß, eine Gottheit der Azteken. Hm. Aus Metallen gießen wir unseren Mörser. Die alte Petel murmeln und dampfen. Was alte Petel sind, weiß ich überhaupt nicht. In jedem Heim gibt es nun Wasser. Wir sind keine Menschen des Waldes mehr. Alles wird geflutet. Der Typ ist so langsam.